Wir Poké von Obito wieder hier und Stiflas Mummy, ja, Mummy, Mummy, wünsche ich Schlurp Meditalis Deoxys. Spiel mal. Hauen wir mal rein. Ich habe sogar schon ein Probeset mit dem Team gespielt und das war immerhin ein 4 zu 1. Also, das war schon mal nicht schlecht. Christian VF 23 ist unser Gegner. Wir holen uns hier, glaube ich, Energie. Und fangen was ab. Na, das ist ja nur der Eishieb. Da kann ich mir sogar noch mehr Energie leisten. Und rüber. Oh, sogar zum Konter aufs Gut. Perfekt. Ich spiele übrigens Deoxys mit Steinhagel. Hat man, finde ich, schneller und fällt mir besser, okay. Ja, in diesem Matchup wäre das hier besser gewesen. Donnerblitz zu haben. Ja, ist halt so, ne? Na, ich habe eine Idee. Vielleicht gehen wir jetzt ein Schild. Schade. Den Eishieb müsst ihr wegstecken und dann machen wir zwei Ziehschübe gleich hintereinander. So, Ziehschub 1. Ja. Leider wird der andere auch nicht reichen. Ja. Na, dann machen wir hier. Schlecken die Gegner weg. Ich glaube, einen Stecker kann ich noch machen. Irgendwann muss der Gegner aber auch mal schilden. Oder? Nicht? Ja, dann kann ich ihn auch jetzt runterschlecken. Oder? Oh, das ist gar nicht mal schlecht. Ich lasse durch. Okay, er ist. Ah, okay. Ich hätte vielleicht einmal stillen sollen. Ja, einmal hätte ich stillen sollen. Ich habe es dadurch verspielt, glaube ich. Ja, ein Schild wäre es gewesen. Ach, Mist. Ärgerlich. Ich dachte, Schlurp kann runterschlecken. Ja, den Kampf hätte ich gewinnen müssen. Den Kampf hätte ich definitiv gewinnen müssen. Okay, nächstes Mal Meditalis einmal schilden. Ein Schild hätte gereicht. Und ich hätte vielleicht nicht einsetzen sollen. Och, komm, gefällt es. Dann gehen wir hier rein. Also, hier bin ich wenigstens Eishieb dann effektiv. Und so, Eishieb 1. Ja.
So, ja, müsste gleich eigentlich schon schilden, ne? Okay. Och, komm schon. Ernsthaft? Bitte überlebe das. Danke. Ich habe zum Glück noch hier Deoxys gleich. Leider kann er mein Meditalis gerade runterfarmen. Aber das Gute ist, Deoxys kann was wegtanken, ne? Das ist das Gute. Das Negative ist, der Gegner kennt mein Team und ich habe schon Schild verloren. Und ich habe die Senkung erhalten. Gegner wechselt aber auch nicht raus. Ja, nehmen wir den Fokusschuss hier noch. Ist egal. Blitzkanone. Okay, grab it, ja. Wird wahrscheinlich eine Niederlage. Ich werde hier trotzdem auf Blattgeiße gehen. Er ist schon mal jetzt doppelt kampfschwach. Dann wäre Deoxys doch wieder der richtige Weg gewesen. Wahrscheinlich, aber Griffeldis war ein bisschen doof. Ach, vielleicht hätte ich das mit Griffeldis auch ein bisschen ausspielen sollen mit Schlurp. Das Problem ist, ich habe nichts Effektives. Er hat aber Brandsand, ne? Och, er hat schon die nächste Attacke. Ja, ich kann hier, wie heißt es, Rabbit so schlecht einschätzen im Moment. Also mittlerweile. Boah, der hat hier schon die nächste Attacke. Ja, okay. Der ist zu spammy. Ich dachte, der haut die Attacken aber gerade richtig gut raus. Krass. Klar, Brandsand hat er auf jeden Fall früher als Erdbeben, aber krass, dass er das so viel spammen kann. Okay, sieht nicht gut aus. Ich hätte es mit Schlurp ausspielen müssen im Nachhinein. Und dann mit Meditalis rein. Okay. Okay. Ja, das nehme ich. Warum auch immer der Gegner rausgeht. Das habe ich jetzt gar nicht verstanden, dass der Gegner rausgeht. Okay, wir kriegen sofort ein Schild. Ersten würde ich definitiv nicht schilden. Auch wenn es eine Hydropumpe ist, egal. Schild ich einmal. Einmal schild ich. Ja, das war sogar der gute Schild. So, wir gehen wieder auf Blattgeißel. Und der schildet nochmal, okay. Hier rüber. Hier wird er auch nicht mit Sandava reinkommen. Und hier kann er von mir aus eine Hydropumpe drucken. Okay, Meditalis. Ich verstehe trotzdem das Handeln vom Gegner nicht.
verstehe das Handeln vom Gegner wirklich nicht. I see, ja. Ich glaube, ich werde gleich Schlurp abschmeißen. Weil mit Schlurp habe ich eh in der Regel keine Chance gegen Sandama. Lassen durch. Rüber. Perfekt. Perfekt. Erster Sieg für uns wenigstens. Das ist sehr gut. So, mal sehen, wie es im nächsten Kampf wird. Genau, jetzt bei 2426. Hab 2-2 zu 3 kassiert und dann habe ich das Team hier genommen. Waren 4-1. Ja, mal sehen, ob wir jetzt noch positiv damit kommen. In diesem Set. Na, erstmal müssen wir auch einen Gegner finden, ne? Aber wir haben einen Gegner gefunden. Schimritz. Schlurp gegen. Ah, Nidoqueen ist auch nicht schön. Bin ich ernst ehrlich. Ich werde einen Body Slam machen. Giftzahn erst nehmen. Okay. Dann gehe ich doch hier rein. Warum gehen alle raus? Warum gehen alle raus? Das verstehe ich nicht. Oh hey, ich nehme das gerne. Boah, das hält auch ein bisschen viel aus, ist nach da. So, im Gleichstand. Ich schilde einmal. Vielleicht schilde ich auch zweimal. Nee, einmal reicht. Wir gehen auf Eissiebe. Und wenn der Gegner Giftzahn jetzt einsetzt, mir egal. Denn ich schilde trotzdem nochmal. Weil wir werden eh dann beide Schilde wahrscheinlich kriegen. Oder zumindest ein. So. Na, ich hätte auch jetzt auf Psychokinese gehen können. Aber wäre eh geschützt worden. Ja. Ja, ich hoffe, wir nehmen es jetzt raus. Wir sitzen da bei 0 Energie, aber das ist nicht schlimm. Was kommt rein? Okay. Ja, das ist gut. Revanche gegen Grabbit Grabby Grab. Bitte keine Senkung. Natürlich die Senkung. Aber wir gehen hier raus. Können mit Konter gut Schaden machen. Ich glaube, hier braucht er auch ein paar Mal Brandsand. Natürlich, Senkung muss immer sein. So, wir können gleich losschicken. Überschall.
Okay. Oh, schade, ich dachte, das wäre der Gleichstand gewesen. Okay, Ziehschub macht trotzdem doch so viel Schaden. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber wir gewinnen sogar gegen Gravit. Ich weiß gar nicht, wer den Ladeattack-Gleichstand gewinnt. Gravit oder Schlurp? Könnt ihr mir ja mal in den Kommentaren schreiben. Würde mich echt mal interessieren, wer von den beiden den Ladeattack-Gleichstand gewinnt. Aber wir haben hier den Sieg geholt. Und das ist wichtig. Jeder Sieg ist wichtig. So, gegen 2, 4, 10, 19, 82 MS. Ja, ich würde sagen, das geht sogar. Wir bleiben mal drin. Ja. Der hat nicht Feenbrise, was auch sehr gut ist. Energieball. Ja. Ja, mach mal einen Body Slam. Ja. Gehen hier rein. Energieball wird hier auch nicht viel machen. Akrobatik, ja. Ja, gut, dass wir fast den hier rausgelockt haben. Wir können hier den Steinhagel einsetzen. Kriegen ein Schild, ja. Ja, wir lassen durch. Ja, ich schilde hier einmal. Was steht hier jetzt schon ätzend? Jetzt setzen wir mal ein. Aber wenn der Gegner noch ein Geist-Pokémon hat, haben wir es verloren. Ja, muss ich durchlassen. Ich gehe, glaube ich, jetzt rüber und fahre runter. Ja. Das sieht gar nicht mal schlecht aus. Prostetje dürfte wahrscheinlich nichts mehr schaffen. Jo. Schön mal. Wird Akrobatik sein. Jo. Eins, zwei, drei, vier. Jetzt setzen wir mal ein. Das sollte Papunga auch rausnehmen. Ich würde schon Porunga sagen, den Drachen von Dragon Ball. Ah, es heißt ja Papunga. Oh, da wäre es mir lieber, vielleicht sogar leicht was abzufangen. Ach Mist, ich glaube, dadurch verliere ich es jetzt. Ich dachte, ich schaffe hier noch Blattgeißel. Wobei, Donnerblitz sollte ich überleben. Trotzdem, ja. Donnerblitz überlebe ich. Perfekt. Perfekt. Trotzdem noch gewonnen. Trotzdem das Set gerettet. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich das jetzt noch gewinne. Aber ja, der Body Slam war wichtig, dass ich den noch erreicht habe. Und wir kriegen die Bunker als Belohnung. So, bleib bitte drin. Ja, danke schön.
Sieht so aus, dass wir den Tag ein bisschen positiver schaffen. Wir gehen wieder gut nach oben. Ist hier auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Team. So, wir gehen ins letzte Set für heute. Ist ein sehr, sehr schönes Team. So, Kampf beginnt gegen da 96er. Ich glaube, da gehe ich jetzt in meinen Eingangsdioxys. Weil ich hier auch Steinhagel habe. Ja, das sieht mir aber auch nach Steinhagel eher aus. Nee, doch, Donnerblitz, okay. Da weiß ich, dass ich noch eine aushalte. Danach nur einen Ziehschub brauche. Beziehungsweise noch ein Steinhagel, je nachdem. So, ich weiß, dass ich das jetzt noch überleben sollte. Das Gute ist, sein Deoxys ist schon weit unten. Ja, wir machen Psy-Schub. Vielleicht reicht das aus, wird zwar resistiert. Ah, es reicht aus. Perfekt. Oh, wenn der Gegner wüsste. Wir lassen die Wechseluhr runterticken. Wenn der Gegner wüsste. Und Schlurp ist jetzt gegen Wallreiser auch nicht so extrem aufgeschmissen. Wir gehen hier rein. Schilden hier nicht. Eisschwer, ja. Philippa! So, dann mache ich jetzt hier die Psychokinese und gehe raus in Schlurpipurpi. Oh, das war ein wichtiger Schaden. Oh, Senkung. Ja, da werde ich Schlurp nicht schilden. So oder so werde ich jetzt Schlurp nicht schilden. Ja, Orkan ist nicht schlimm. Meteorologe sollte ich gleich auch noch ein tanken, maybe? Meteorologe überlebe ich sowieso. Ja. Ja. Und der Gegner weiß, dass er verloren hat. Perfekt. Schönes Kryptowahlreiser nebenbei. Ah ja, gut, dass der Gegner nicht rausgegangen ist. Aber ich verstehe, warum der Gegner nicht rausgegangen ist. Weil, ja, mit Wallreiser ist er schwach gegen Deoxys. Und mit Pilipa, wenn ich Donnerblitz gehabt hätte, auch. Wobei, ich habe auch Steinhagel. Steinhagel ist auch sehr effektiv. Aber da hätte er ein Steinhagel, ja, tanken können. So, wir machen eine Zunge. Oh, wieder einer, der nicht rauswechselt, doch. Pfui, bäh. Aber ist okay. Da muss Militalis nicht dagegen ran. Ich werde nichts schilden. Ja, mach. Ich weiß, dass ich hier eine Rückkehr wegstecke. Okay. Ja. Rückkehr überlebe ich immer noch. Na, ist es weiterhin der Schmarotzer, okay? Kann ich runterfahren? Bitte, 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 bitte. Perfekt. Ich mache einen Body Slam. Body Slam. Ja, wir kriegen einen Konter ab, das ist nicht schlimm. Wir gehen jetzt rüber. Oh, Steinhagel wäre jetzt top.
Okay, es sind die Schub, ist aber auch nicht schlimm. Oh, das hier ist schlimm. Oh, ich habe ihn eine Attacke geschenkt. Mist. Ja. Ich muss leider schinden. Ja, er hat extra einmal ausgeholt, das war schlau vom Gegner. So. Ja, ich werde es verlieren. Ja. Schade, schade. Na, ich das hier noch hin. Ah, Gefäll des hinten ist noch ätzend. Gefäll des war leider noch ätzend. Gibt's da hier noch einen Body Slam hin? Gegen ein Schild, ja. Okay, er setzt hier noch ein, aber trotzdem. Leider, leider verloren. Ich bräuchte hier zwei Eishiebe, die schaffe ich nicht. Ja. Schwierig. Hätte ich gleich lieber in Metallis gehen sollen? Ja, aber dann wäre da zu Beerus gekommen. Nee, eigentlich war, dass ich in Deoxys gegangen ist, insgesamt besser. Okay, ja, echt eine effektive Blattgeißel. Ja. Er ja, macht aber generell nicht viel Schaden für mich. Boah, gut abgefangen. Na, hier kann ich erstmal gut holen. Wieder. Fang auf Deoxys ab. Und guck mal, wie viel eine Mondgewalt macht. Ja. Verkrafte ich eigentlich ganz gut. Ich werde auf zweimal Steinhagel aufladen, glaube ich. Mundgewalt, ja. Okay, ja, wenn er jetzt Strauch hat. Natürlich hat er Strauchler. Natürlich more. Aber ich werde es nicht schön. Okay, das freut mich sogar hier, dass Pilipa kommt. Pilipa! So. Sehr schön. Ich schilde einmal nicht. Das könnte auch eine Meteorologe sein. Natürlich. Und der muss nochmal einsetzen. Ja. Lohnt sich hier ein Schild? Nein, ehrlich, nein. Ich komme jetzt hier rein. 1, 2. Nehme ich.
Philippa ist weg. Chris hat nicht mehr viel. Ja, hat doch gut abgefangen, ist okay. Ja, ich kann hier zwei Schilde reinstecken und zwei Eissiebe müssten definitiv dann reichen. Schlammbombe 1, ja. Schlammbombe 2. Ich sollte das mit zwei Eissieben gewinnen und Ladeattacken da stehen, dann sollte ich dann gewinnen. In der Theorie. Ich könnte jetzt auch Psychokinese eigentlich drücken. Aber wir lassen Icy entscheiden. Haben ja zwei Stück. Okay, der reicht jetzt sogar schon. Ja klar, wir sind sehr effektiv, aber wir sind nicht von Typ Eis. Und Meditalis hat jetzt nicht den so hohen Angriff. Und Flunschlick hält auch gut was aus. Ah ja, den Sieg nehme ich gerne. Ja, Schlupp gegen Philippa ist schon cool. So, Schlupp gegen Stalos. Weniger cool. Ah, ich hole mir wieder hier erstmal Energie. Lass eine Breitseite auf mich machen. Genau. Und dann gehe ich in Deoxys. Ja, er kann hier gleich ruhig eine Breitseite machen. Ist mir egal. Und Flunschlick, okay. Interessant. Schon mal zwei Pokémon schwach sind gegen, ne? Ja, ich mache jetzt schon mal Zielstoß, weil ich glaube, den Ladeattack Leistatt gegen Galarflutschig verliere ich mit Deoxys. Ja. Können wir durchlassen. Ist ein Steinhagel. Dann gehen wir hier rein. 1, 2, 3, 4. Erdbeben würde ich dennoch gerne schilden. Ja, das ist eine Breitseite, das ist mir egal. Breitseite schädige ich jetzt nicht. Stalos ist schon mal weg. So, was kommt jetzt rein? Nochmal so ein nerviges Teil? Hallo? Okay. Gegner hat wahrscheinlich keinen Bock auf Militales, wa? Okay, Eis Dieb reicht. Okay. Dann gehe ich in meinen Held Schlurp. Werd hier nicht schilden. Okay. Ja, das hast du verloren. Das hat der Gegner klar jetzt verloren. Er hat den Body Slam von Schlurp nicht respektiert. Und das muss der Gegner jetzt schilden. Und hat verloren. Und das weiß der Gegner jetzt auch. Schön, schön, schön. Ja, mit Schlupp Energie holen, solange kein Konter-Pokémon vorne ist,
ist klasse, weil Schlupp halt so viel aushält. Und dann einfach ein Deoxys raus. Ist schon gut. Ist schon klasse. Duxorum. Ist unser nächster Gegner. Ja, Meditales. Wir machen einen Schlecker und gehen hier raus. Leider haben wir nicht den Donnerblitz. Ah, das Gute ist, der Gegner bleibt drin. Oh, hier wäre jetzt Donnerblitz auch Tatsache besser. Steinhagel. Aber ist nicht schlimm. Hier noch Meditales. So, den überleben wir noch. Jupp. Wir holen aus zur Attacke. Und der Gegner muss in jedem Fall ja, quasi einsetzen. Okay. Das hole ich mir den Lead. Okay, hätte ich nicht erwartet. Okay, eigentlich hätte mein Schlecker-Erk ankommen müssen, aber okay. Nehmen wir hier die Attacke. Wir gehen hier rein. Werde jetzt auf jeden Fall schilden. Psychokinese ist ein guter Schritt. Ja, es sieht super. Und dass Yugong Schaden kriegt, ist auch super. So, Psychokinese. Bitte lass durch. Schade. Ja, die Attacke werde ich nicht schilden. Eissturm war klar. Gehen rüber. Wir haben Psychokinese ready. Hier, ja, nicht schön, ganz wichtig. Ja, weil jetzt kommt eh ein Eissturm. Gehen wir hier auf Blattgeißel. Ja. Okay. Ah, oh, ich hätte auf Body Slam gehen sollen, ne? Ja, wir werden das jetzt noch verlieren. Ah, komm. Schade. Weil zum Eis werde ich es nicht mehr schaffen, ne? Eissturm überleben wir, ja. Ja, das Vieh ist zu tanky, dieses Yugong. Yugong ist das einzige richtig nervige Pokémon hier. Ah, ihr konnten es wieder mit einem 3-2 beenden. Also insgesamt positiv heute rausgegangen. Und mit dem Team sowieso. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Hauptsache Punkte nach oben. Alles andere ist egal. So, ich habe das vergessen einzusammeln. By the way, habe ich letztens meine ganzen Sofort-TMs auf verschickt. Jetzt brauche ich erstmal wieder eine Handvoll Sofort-TMs. Ah ja, passiert. Für die Folge soll das mal wieder gewesen sein. Haut rein, bis nächstes Mal. Ciao.